country is the electoral. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Ich nichts Besseres vorstellen als dieses, dieses Spiel zu spielen. Ist es das? Oh nee! Ach, endlich, da ist ich es. Ich bin fünfmal dran vorbeigelaufen. Boah, bin ich imber. Yo! Treten Sie bitte ein. Was kann ich für Sie tun? Was zum Teufel? Treten Sie bitte ein. Setzen Sie sich los. Ich habe einen fetten Computer mit. Boah! Das sind Sie Lothar Sau. Schulz? Höchstpersönlich. Achso, ja. Und Sie sind Frau von Kur. Guckt euch mal die Bewegung von der Forstern. Setzen Sie sich doch bitte. Oh, kann die Sitzanimation? Nee, kann sie nicht! Tod hat mich ihre Großtante, Frau von Kurbach, beauftragt, mögliche Erben ausfindig zu machen. Sie sind die einzige Verwandte. Und der Hof mit dem Gestüt steht oh, nun die Lippenanimation, es ist so herrlich. Das Testament eine Reihe von Klauseln. Und wieder rumwackelt! Was für Klauseln? Bedingungen. Guck mal, wieder wackelt! Ich tanze, während ich sitze. Verzeihen Sie, ich bin ein Schwein. Sie wünscht sich einen Erben, der an Pferden nahmt. Ich dachte, das Gestüt sei ziemlich heruntergekommen. Das stimmt. Seit ihrer Krankheit konnte sich Frau von Kurbach nicht mehr um das Gestüt kümmern. Wie geil. Aber im Stall steht noch schon drei Wochen ein nicht mehr Pferd. Was? Und der Rest ist einige verreckt. Gebäude. Ja, der Rest ist wirklich verreckt. Ich glaube nun, es nicht. Sie müssen eine gewisse Anzahl an Aufgaben erfüllen, okay. Bevor das Gut vollständig in Ihren Besitz übergeht. Also ich glaube, ich höre gleich auf. Aber Sie sind bestimmt müde von der Reise. Euch mal an seinen linken Hand den Zeigefinger an. Ich werde Sie begleiten. Die Einzelheiten können wir später noch besprechen. Fehlt denn die Fingerkuppe oder sowas? Ach du Scheiße. Boah. Sie werden dort Thomas treffen, ach, den Stallburschen. Ja, Thomas, die Lokomotive. Seit dem Tod seiner Eltern kümmert er sich um seine kleine Schwester Helen. Ach, süß. Er ist etwas wortkarg, ja, aber ansonsten klar. Ein prima Kerl. Die kommen bestimmt zusammen, ich ihre weiß Tante mochte ey, der tanzt schon wieder so rum, es ist so geil. Übrigens, das Testament sieht vor, dass die beiden auf dem Gut bleiben. Ihre Eltern nein, haben auf dem Gut Alter. Gearbeitet? Sagen Sie mal, sind Sie gegen irgendetwas allergisch? Die tanzt genauso, es ist geil. Ja, Herr und Frau Schormann haben sich über 20 Jahre um das Gerausch, es kommt vom Mikro, was sie aufgenommen haben. Sie haben nicht zufällig ein Taschentuch. Wie geil ist es denn? Vor 8 Jahren sind sie bei einem Brand auf tragische Weise ums Leben gekommen. Guckt euch mal seine Schuhe an. Helena war noch ein Baby. Sie aus nun richten der sie sich hier erst einmal Stelzen. Ein. So ganz ah, kleine. Das ist Thomas. Ach ja, der kommt Thomas, bestimmt Thomas, darf ich dir Frau von Kurbach vorstellen? Guck doch mal seine Schuhe. Sie kommt aus dem Ausland und wird das Gut übernehmen. Alter, ist das ein Clown Guten Tag. Oder was? Guten Tag, Thomas. Guten Tag, hat eine geile Stimme. Kennenzulernen. Thomas ist hier ich aufgewachsen und kennt ich, die ganze Gegend so in Westen. Was, ich bin beliebt Wollen halt zwei, du vorhin zueinander war ich sagen? Wir sind doch ungefähr gleich alt. Nein, lieber nicht. Nee. Schließlich sind Sie meine Chefin. Oh, also, ja. Ich lasse das euch junge Leute jetzt mal allein. Das Zimmer beziehen. Es befindet sich im ersten Stock des Gebäudes. Okay, kannst du es nicht machen? Ich bin schließlich deine Chefin. Los, ey, guck mir da auf den Arsch. Okay, ja. Okay, wollte ich nochmal checken. Ja, nö, nice. Können wir da rein? Nein, der Pfeil ist. Wow. Stylisches Geräusch, das kann ich den ganzen Tag machen. Yo! Geiler Busch übrigens hier hinten. Sieht aus wie mit Legosteinen zusammengeschnitten. Okay, das war ein scheiß Vergleich. Aber sieht scheiße aus. So, wir können da rein. Was machen wir da drin? Da können wir nicht rein. Es ist unser Haus, wieso können wir nicht dahin, wo wir hinwollen? Was zum Teufel? Können wir uns hinsetzen? Oh, yo, die Kamera wechselt, ich glaube. Was? Nee. Für diesen Millimeter dahin wechselt die Kamera. Was zum Teufel, wieso wechselt die jetzt nicht mehr? Hä? Okay. Ja. Hoch. Wieso hat die eigentlich so ein bescheuertes T-Shirt mit der 12 vorne drauf? Waren? Nein, die Karte! Auf dem Nachttisch liegt ein Notizbuch. Ist der sofort Wenn Sie es zum benutzen möchten, müssen Sie sich da vorstellen. Ja. Sobald das Symbol erscheint, Alter, drücken Sie die Leertaste. Noch ein paar behindertere aber auch Synchronstimmen nehmen können. Drücken. Ah, die T-Taste. Natürlich. Das, ich habe das da in mein Tagebuch. Ich hab als Kind mein Tagebuch geführt. Ich habe nie Leertaste dabei gedrückt. Boah, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Was ist das hier? Und wozu soll das gut sein? Es ist Ihr Tagebuch. Ich will nicht lesen. Alle erledigten oder bevorstehenden Aufgaben werden dort notiert. Oh. Sie können es jederzeit betrachten. Leute. Es ist wirklich nützlich. Ah, ich will das Spiel beenden. Ah! Da steht sogar beenden. Das ist mir jetzt sehr zuvorkommen. Boah, nee, ich dienste hier Spiel. Moment, wenn ich jetzt hier beenden gehe, komme ich dann wieder zu Windows oder nur ins Hauptmenü? Ja, es ist ein geiles Spiel. Also auf jeden Fall, ich dienste hier gleich wieder. Und was ist denn das für ein grimmiger? Boah, grinst der geil. Die grinsen alle so geil, der auch so. Hallo, ich bin so blöd zum Pfeifen. Ja, also kauft euch diese
CD auf jeden Fall, die neue Computerbildspiele, die gerade jetzt im Juni im Handel ist, ne? Ja, auf jeden Fall hammergeiles Spiel. Also bis zum nächsten Mal, ich wollte es euch nochmal zeigen, ne? The Game Must Go On, ne? Boah, yo, und die Framerate geht auf 1000 hoch, wenn ich Fraps nicht mehr aufnehmen lasse. Was zum Teufel? Bis zum nächsten Mal. The Game Must Go On.